Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist da und es ist das wahrscheinlich spannendste Gerät der neuen Reihe. Es bietet technisch deutlich mehr als das S22 und das S22 Plus. Wir haben das Gerät frisch in die Redaktion bekommen und werfen beim Hands-on mal einen ersten gemeinsamen Blick drauf. Wenn ihr keine neuen Produkte mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal. Den vollständigen Bericht gibt es dann wie immer auf imtest.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Ultra-Modell ist schon mal schwerer und größer und auch noch dicker als die beiden anderen Smartphones. Und auch das Design unterscheidet sich. Beim S22 liegt der Bildschirm nämlich flach auf und beim Ultra ist er an den Seiten so ein bisschen abgerundet. Auf der Rückseite stecken die 5 Kameras direkt im Gehäuse. Da gibt es jetzt kein erhöhtes Kameramodul mehr. Dadurch ist das S22 Ultra kompakter als der Vorgänger. Der hatte dann nämlich noch einen riesigen Kameraklotz. Auch neu dabei ist der S Pen. Das ist der Eingabestift von Samsung und der hat beim Ultra einen Aufbewahrungsort im Gehäuse. Und damit ist das Galaxy Note jetzt wohl endgültig Geschichte. Bei den neuen Farben wählt man zwischen Burgunder, Weiß, Schwarz und Grün und wir haben hier die schicke Burgunder-Version in der Hand. Das Display vom S22 Ultra ist mit 6,8 Zoll das größte der Modellreihe. Das S22 Plus misst 6,6 Zoll, das Standard S22 kommt auf 6,1 Zoll. Bei der Auflösung hat das Ultra auch die Nase vorn. Mit 497 Pixeln pro Zoll hat es dann auch die schärfste Darstellung. Wie farbtreu und kontrastreich das AMOLED-Display wirklich ist, muss erst der Test noch zeigen. Aber auf den ersten Blick ist das Bild schon mal extrem gut und das liegt auch an der Bildwiederholrate von 120 Hertz, mit der man wirklich butterweich durch das ganze Menü scrollt. Das Ultra passt die Wiederholrate auch automatisch an die Inhalte an, um Energie zu sparen. Bei den Kameras überholt das Ultra schon wieder seine Geschwister. Es hat nämlich gleich 5 Objektive auf der Rückseite. Zum optischen Zoom mit dreifacher Vergrößerung kommt dann nämlich noch ein zweiter mit zehnfacher Vergrößerung dazu. Die Hauptkamera vom Ultra löst mit 108 Megapixel auf. Die Frontkamera erreicht übrigens 40 Megapixel. Das S22 und das 22 Plus schaffen da nur 10. Beim Thema Speicher gibt es mehr Auswahl als bei den kleineren Modellen. Man wählt beim Ultra zwischen gleich 4 Varianten. Mit 5000 mAh hat das Ultra auch den größten Akku und zusammen mit der sparsamen Bildschirmtechnik könnte es also ganz schön lange mit einer Ladung durchhalten. Aufgeladen wird mit bis zu 45 Watt, was sehr nett ist, aber leider nur, wenn man das passende Ladegerät hat. Es liegt nämlich wieder keins mit beim Produkt dabei. Das Samsung Galaxy S22 Ultra bildet so ein bisschen die Speerspitze der drei neuen Top-Modelle. Es ist das größte, sowohl bei den Ausmaßen als auch hinsichtlich der Kameratechnik und damit dürfte es im Test sicherlich wieder das beste Modell der Reihe sein. Vorausgesetzt, der Akku hält ähnlich lange durch wie beim Vorgänger. Fast spannender als die ganzen technischen Daten sind allerdings die Neuerungen an der Software. Besonders die Kamera-App hat jetzt ein paar spannende Zusatzfunktionen und auch die Stiftbedienung mit dem S Pen erlaubt praktische Eingaben. Wir werden das alles im Labor einmal ausprobieren. Der vollständige Test folgt dann in Kürze. Die neuen Galaxy S22 Geräte sind bereits vorbestellbar. Ab dem 25. Februar gibt es die dann auch im Laden. Das günstigste S22 Ultra mit 128 GB Speicher bekommt man übrigens ab 1249 Euro. Für 1 TB Speicher werden 1649 Euro fällig.